Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von mir. Es heißt Growing Up. Ich habe das Spiel eine ganze Weile auf der Wunschliste auf Steam gehabt und dann hatte ich gesehen, das hat der liebe Sadie Let's Played. Ich werde euch den Kanal von lieben Sadie mal in die Videobeschreibung verlinken. Aber ich habe es halt bei ihm gesehen und das hat mich halt dazu bestärkt, das Spiel jetzt endlich zu kaufen, als es denn ein wenig im Angebot war. Und auch ein Let's Play zu machen, weil ich hatte das die ganze Zeit im Kopf und es sah halt so gut aus. Ich wusste aber nicht so genau, okay, wie machen wir es. Und bei Growing Up ist das halt so, dieses Spiel, wir spielen so gesehen eine Lebensphase, das Erwachsenwerden, also das heißt ja auch Growing Up, ne, Erwachsenwerden, von einer Person, die random erstellt wird im neuen Spiel. Aber es gibt dann halt die Möglichkeit, sobald man denn das zum ersten Mal durchgespielt hat, es mit der Person, die wir durchgespielt haben, die kriegt dann ein Kind, dann können wir mit dem Kind weiterspielen. Das heißt, die Figuren, die wir dann kennenlernen, die sind so gesehen schon vorhanden. Das heißt, wir wissen dann ungefähr, wie der Vater aussieht und wie die Mutter aussieht. Und dann, es wird immer wieder random neu gewürfelt, weil er hatte das zum Beispiel einmal Let's Played und dann halt nochmal gestreamt. Und sein Stream, der Spielverlauf vom Stream war halt ganz anders. Das heißt, man kann es immer wieder spielen. Es hat immer einen Wiederspielwert und das fand ich halt auch so cool. Darum würde ich sagen, ich habe eigentlich nur ein bisschen angefangen. Weil ich wissen wollte, okay, wie läuft das so ein bisschen ab und ich wollte selber mal ein bisschen austesten. Aber wir fangen in diesem Moment im Prinzip eher ein neues Spiel an und hoffen, beziehungsweise ich hoffe, dass ich nicht im Prinzip diese gleiche Story wie Sadie kriege. Ich hätte schon ganz gern was Neues, aber selbst wenn ich jetzt was Neues kriege, was er hatte, wäre das jetzt nicht so dramatisch, weil, mein Gott, dann ist das halt so. Aber ich kann mich ja ganz anders entscheiden wie er. Wie genau das Ganze aufgebaut wird, wie das ist, das werdet ihr dann im Spiel sehen. Aber ich kann euch sagen, ich sage euch jetzt schon, das Spiel ist große Klasse und wirklich eine Kaufempfehlung. Gut, dann fangen wir mal an. Du beginnst ein neues Spiel. Jeder Spieldurchgang verläuft anders da. Du wirst andere Leute kennenlernen, andere Ereignisse erleben und deine Zukunft jeweils anders gestalten können. Das Spiel speichert deine Fortschritte automatisch. Okay. Zum Beispiel, als ich angefangen habe, dann habe ich gesagt, es ist mir egal, wer meine Eltern sind. Es ist mir egal, was für ein Geschlecht ich bin. Und ich hatte dann zwei Muttis. So rum. Hallo. Willkommen im Leben. Bald wirst du von zwei wunderbaren Menschen geboren. Möchtest du sie sehen? Ja, überrasch mich. Alles klar, du lernst sie eh bald kennen. Ja. Wir haben neulich dein Geschlecht erfahren. Was glaubst du, dass es sein wird? Mir doch egal. Alles klar, dann halten wir das erstmal geheim. Ja, psst. Ne? Muss keiner wissen, ob ich Mädchen oder Junge bin. Vielleicht bin ich auch was Diverses. Wer weiß es. Hauptsache Mensch, ne? Schau mal, sie schreiben dir einen Brief. Liebes Kind, wir sind so gespannt darauf, dich in dieser Welt willkommen zu heißen. Wir möchten dir gern so viel zeigen. Zum Beispiel, wie man stark wird oder wie man einfühlsam wird. Ja, viel stark. Wir möchten dich auf alle Herausforderungen vorbereiten, die das Leben für dich bereithält. Damit du beharrlich bleibst und dir Erfolg zuteil wird. Wir hoffen, dass du groß und stark wirst und intelligent. Bitte, ich möchte nicht dumm sterben. In der Welt gibt es so viele Dinge, die man lernen muss und wir hoffen, dass dein Durst nach neuem Wissen niemals gestillt wird. Wir versprechen dir, dass wir als deine Eltern uns unser Bestes geben werden. Wir werden fürsorglich sein. Wir wollen dich begleiten, damit du dein Potenzial voll ausschöpfen kannst und dir mit allem helfen, was du brauchst. Naja, Obdach wäre schon mal ganz cool und Klamotten und Essen. Und wenn du Sorgen hast, kannst du immer zu uns kommen. Wenn du hinfällst, helfen wir dir beim Aufstehen und geben dir einen Schubs in die richtige Richtung. Wenn du Erfolg hast, wollen wir dabei sein und dir gratulieren. Wir können es kaum erwarten, dich endlich zu treffen. Wir sind schon so gespannt, was für ein Kind du sein wirst. Ich auch. Was für ein schöner Brief. Ja. Jetzt wollen wir sie nicht länger warten lassen. Alles ist bereit für deine Ankunft. Auf geht's! Kann die Nummer aussehen? Das ist sehr gut. Willkommen! Growing Up. Du bist gerade geboren worden und deine Reise durch das Leben beginnt. Ich habe ganz schön Babyspeck. Zunächst musst du einen Namen wählen. Was bin ich denn? Hurra, ich bin ein Mädchen. Dann weiß ich schon, Hannah.
Während du aufwächst, ist das Ziel, jeder Runde neue Fertigkeiten zu lernen. Für jede Fertigkeit benötigst du genug Wissenspunkte, um diese zu lernen. Du hast bereits genug Wissen, um deine erste Fähigkeit zu lernen, krabbeln. Tippe auf das Symbol, um krabbeln zu lernen. Yay! Super, du hast deine erste Fähigkeit gelernt. Jetzt ist es an der Zeit zu üben, was du gelernt hast. Du kannst deine erlernten Fertigkeiten im Stundenplan üben. Tippe auf das Symbol, um den Stundenplan zu öffnen. Ich muss also das dreimal machen. Tippe auf die Fertigkeit krabbeln, um sie deinem Stundenplan zu öffnen. Super, du hast einer deiner Zeitslots mit der Fertigkeit krabbeln gefüllt. Es braucht immer etwas Zeit, Fertigkeiten zu üben, und du wirst nicht immer gleich beim ersten Mal erfolgreich sein. Je mehr du übst, desto besser wirst du. Sehr gut, dann machen alle drei voll. Du hast alle Zeitslots erfüllt. Tippe nun auf die Schaltfläche, um diese Runde zu beenden und zu üben, was du gelernt hast. Das finde ich das so liebevoll gemacht einfach. Das ist einmal, ihr habt so ein Bild, im Prinzip so eine kleine Animation für ein Missgeschick, ne, damit dass es nicht funktioniert hat, und einmal für den Erfolg. Okay, das hat jetzt zweimal schon mal nicht probiert. Ja! Belohnung fürs Beherrschen. Glückwunsch! Du beherrschst nun deine erste Fertigkeit. Immer wenn du Fertigkeiten beherrschst, wirst du mit einem einmaligen Bonus belohnt. Tippe auf die Schaltfläche, um weiterzumachen. Komm, ich will meine Eltern sehen. Schau mal, Hannah will wohl krabbeln. Vorwärts krabbeln, sich wälzen, rückwärts krabbeln. Ich wälze mich. Du wälzt dich zufrieden. Oh, was für ein Energiebündel. Ja. Okay, ich kann jetzt... Die neue Fertigkeiten sind verfügbar. Ich kann entweder laufen lernen bei 100 oder sprechen. Mit jeder Runde wirst du ein bisschen älter. In deinem Profil kannst du immer dein aktuelles Alter lesen. Hier. Sobald du 18 Jahre alt wirst, gibt es eine letzte Prüfung, mit der sich entscheidet, wer du bist. Die neuen Fertigkeiten können von dir gelernt werden. Leider hast du noch nicht genug Wissenspunkte, um diese schon zu erlernen. Jede neue Fertigkeit ist an eins von 5 Attributen gebunden. Diese da oben. Um die nötigen Wissenskosten für eine Fertigkeit zu senken, musst du einfach nur mehr von den zugehörigen Attributen sammeln. Vom zugehörigen Attribut. Also, okay. Gut. Ne? Also, zum Beispiel, Sprechen braucht diese Lampe, also Intelligenz. Ne? Wir haben 5 Intelligenz, wir brauchen aber, wenn wir jetzt im Prinzip unsere Intelligenz skillen, geht dieser Wissensbalken, also dann gehen die Wissenskosten runter. Du kannst deine Attribute stärken, indem du dein Gehirn entwickelst. Tippe dazu auf das Symbol, um die Gehirnkarte zu öffnen. Ich hoffe, ich war jetzt nicht so schnell. Tippe auf die Neuronen, um Attribute zu sammeln. Jedes gesammelte Attribut senkt die Wissenskosten, die Fertigkeit, die mit dem Attribut verbunden sind. Sammle so lange Attribute, bis du keine Gehirnpunkte mehr hast. Das sind die. Ich habe 80 Gehirnpunkte. Also ich kann derzeit nur Intelligenz und... Ich weiß, ich müsste eigentlich kommen. Wir machen... Bisschen. Nur ein bisschen Statur. Ich bin ja mehr so ein Intelligenzbolzen. Du hast alle deine Gehirnpunkte verbraucht. Tippe auf zurück, um die Gehirnkarte zu verlassen. Du hast jetzt genug Wissenspunkte, seht ihr? Das kostet jetzt nur noch 20. Ich habe die minimalen Wissenskosten erreicht, die stehen. Um eine neue Fertigkeit zu lernen. Achso, ja. Ja! Jetzt kann ich sprechen. Die frühe Kindheit kannst du für Entdeckung und Erkundung nutzen. Wähle aus, welche Fertigkeit du in der nächsten Runde lernen willst. Aufmerksamkeit bekommen oder Türme bauen? Aufmerksamkeit. Du hast jetzt genug Wissenspunkte, um eine neue Fertigkeit zu erlernen. Ich will aber nicht. Das kostet mich zu viel. Ich will auf Schränke klettern. In dieser Runde hast du alles getan, was du konntest. Jetzt ist es Zeit, deine neuen Fertigkeiten zu üben. Tippe auf den Stundenplan und beende diese Runde. Okay, also beides kostet. Ich wäre jetzt für zweimal sprechen, damit ich denen sagen kann, Leute, ich hab Hunger. Füttert mich. Und einmal laufen. Ich meine, laufen können wir später noch. Ich meine, wir sind erst ein Jahr. Ich meine, wir sind denn schon richtig ein Wunderkind, wenn ich schon mit einem Jahr reden kann.
Aber so laufen, die meisten brauchen, und die meisten Kinder brauchen, glaube ich, ein Jahr oder 1,5 Jahre, bis sie laufen. Ab jetzt erhältst du zusätzliche Attributspunkte als Belohnungen für alle Fertigkeiten, die du im Stundenplan eingetragen hast. Tippe auf die Schaltfläche, um die Runde zu beenden. Das ist nix. Appel! Bumm. Auf dem Arsch gelandet. Hi. Schatz, komm her! Hanna scheint wohl seine. Achso, Schatz, komm her. Hanna scheint wohl seine ersten Schritte zu laufen. Ich glaube, ich habe die krieg. Ich hoffe, ich kriege die Haarfarbe von ihr. Oh, bitte, ich hätte ganz gern rote Haare. Dich drehen und hinfallen. Du drehst dich und lässt dich hinfallen. Ja. Hey, Tollpatschigkeit ist bei Babys noch süß. Erst wenn man später. Wenn man größer wird und dann tollpatschig ist, dann ist es nicht mehr süß. Bei Babys ist das noch vollkommen in Ordnung. Ich weiß nicht ganz, was das war, aber es war ein erstes Mal. Hey, vielleicht werde ich auch Ballerina. Wer weiß. Neue Fertigkeiten. Okay. Aber da muss ich auf jeden Fall wieder auf Intelligenz und Statur. Kann sogar meine Wissenspunkte so erhöhen. Habe ich jetzt. Ich könnte noch ein bisschen Empathie machen. Ach Mensch, was fehlt denn noch? Ich will klug sein. Halt, nein, zurück. Ich muss noch Aufmerksamkeit lernen. Wähle die nächste Fertigkeit aus. Mit Fernbedienung spielen oder Gläser öffnen. Boah, ich wäre schon richtig krass, wenn ich Gläser öffnen könnte. Ey, dann wäre ich ja mega krass. So, wir machen das Laufen und. Also, dann machen wir das Laufen fertig auf jeden Fall. Und natürlich auch Aufmerksamkeit bekommen. Jetzt kann ich meine Eltern davonrennen. Seht ihr, und ich bin immer noch ein Jahr. Also, bin ich noch vollkommen dabei. Deine Eltern ignorieren dich, aber du willst ihre Aufmerksamkeit. Richtig laut heulen. Du teilst der Welt dein Leid mit, indem du wie eine Banshee losheulst. Du bist dran. Ach, wenn du dich jetzt darum kümmerst, mache ich das nächste Mal. Okay, die kriegen jetzt schon mal die Trophäe für Eltern des Jahres. Ich glaube, ich werde bald zur Adoption freigegeben. So wie du wächst, veränderst du dich. Ab jetzt haben deine Attribute einen passiven Bonus. Der passive Bonus erhöht deine Attribute in jeder Runde um einen bestimmten Wert. Okay, also der passive Bonus ist jetzt immer plus 2. Geh erstmal auf die Karte. Tippe auf Hexagone, um eine große Menge an Attributspunkten zu erhalten und den passiven Bonus des Attributs zu erhöhen. Klug sein. Gedächtnis haben wir noch nicht so krass, ne? Ah, ich habe nicht genug Gehirnpunkte. Na gut, dann machen wir jetzt aber Gläser öffnen. So, was kann ich? Ah, guck mal, seht ihr, also. Jetzt lerne ich Gläser zu öffnen. Jetzt mache ich alles auf, was geht. Ne, jetzt habe ich auch den passiven Bonus von 3. Ich weiß zwar nicht, was ich da futter. Ist das Erdnussbutter? Ich glaube, das soll Erdnussbutter sein. Vor dir ist ein kindersicherer Schrank. Das Rätsel lösen. Du schaust dir den Schrank mit deinem beeindruckenden Babyverstand an, überlegst kurz und löst dann das Rätsel, weil ich intelligent bin. Du weißt, dass der Schrank ist nur kindersicher, wenn du ihn auch vorher zuschließt. Meine Eltern werden sich noch scheiden lassen, ich sag's euch. Das hab ich doch, beim Bate des Merlin. Wie ist Hannah denn dann da hineingekommen? Weil ich klug bin, Leute. Weil ich klug bin! Jetzt bist du fast bereit für die Vorschule. Bald wirst du neuen Herausforderungen begegnen. Lerne und übe bis dahin so viel du kannst. Du kannst deinen Fortschritt im Fertigkeitsbaum überprüfen
Oder auch, indem du auf eine verfügbare Fertigkeit in der Fertigkeitsübersicht tippst. Viel Erfolg. Was ist in der Fertigkeitsbaum? Okay. Das könnten wir machen. Wenn ich jetzt hier gehe, kann ich das Spiele zum Freischalten. Ach, das kann ich jetzt noch kaufen. Auf Schränke klettern. Mehr kann ich noch nicht machen. Ja, dann machen wir das doch, oder? Ich meine, ich brauche nicht viel. Aha, okay. Verlorenes Musik abspielen. Oder verlorene Sachen machen. Ich bin ehrlich gesagt echt unmusikalisch. Lass mal so. Ab zur Gehirnkarte. Naja, können wir noch mal ein bisschen Lauf-Action geben? Bisschen Gefechten. Wissen hat. Was kann ich denn jetzt machen? Also hier bin ich voll. Hm? Ach, ich muss noch irgendwas anderes machen. Okay. Was würde mich denn boosten? Ich meine, ich bin schon super intelligent. Dann würde ich tatsächlich vielleicht Statur und Liebe noch mal ein bisschen machen. Mach mal das. Das hat schon mal so nicht funktioniert. Das hat funktioniert. Oh mein Gott, bin ich niedlich! Aber ich habe die Haarfarbe von meinem Vater. Neue Fertigkeiten verfügbar. Bis 10 zählen Grundlagen der Gartenarbeit oder Buchstaben lernen. Du gehst jetzt in die Vorschule. Hier wirst du die Vormittage damit Vormittage verbringen und immer nachmittags nach Hause gehen. Ab jetzt musst du dich um auch deine geistige Gesundheit kümmern. Wenn du die Musik hörst. Je entspannter du bist, desto mehr Fertigkeiten kannst du in den Stundenplan einbauen. Wenn du aber überarbeitet bist, kannst du nichts Neues mehr lernen. Und einige deiner Zeitslots werden blockiert. Je schwieriger die neuen Fertigkeiten sind, desto größer wird ihr Effekt auf dich sein. Jede eingeplante Fertigkeit wird deine geistige Gesundheit ein wenig senken. Um deine geistige Gesundheit zu steigern, brauchst du von Zeit zu Zeit etwas Unterhaltung. Du kannst neue Unterhaltungsaktivitäten lernen, indem du Aktionen durchführst. Tippe auf das Puzzlespiel, um eine neue Unterhaltungsaktivität zu lernen. Okay, ich bin sehr begeistert vom Puzzle. Jede Aktion kostet dabei Aktionspunkte, die zu Beginn jeder Runde wieder aufgefüllt werden. Wahrscheinlich nochmal. Gut, ich würde ganz gerne auf die Gehirnkarte, weil ich finde eigentlich Mathematik sehr wichtig und auch Buchstaben lernen. Tippe auf Gehirn.Neuron, um zusätzliche Gehirnpunkte zu bekommen, die du in der Gehirnkarte ausgeben kannst. Denk daran, dass du dein Gehirnpunktlimit dabei nicht überschreiten kannst. Also ich brauche Intelligenz, obwohl das ist schon ziemlich billig. Aber Gedächtnis wäre cool. Was machen wir? Das finde ich nämlich eigentlich ganz cool. Jetzt noch ein bisschen mehr Gedächtnis. Minimal kostet 10, aber ist egal. Gehen wir mal zurück. Aber guck mal, wie niedlich ich bin. Oh mein Gott, wie süß. Ich will ihr zuliebe... Ich meine, wenn ihr das euch mal so guckt, also hier der Fertigkeitsbaum, ne? Das ist unglaublich viel, was man hier lernen kann. Gut, das haben wir jetzt zum Beispiel gemacht. Dann haben wir hier noch irgendwie... andere Sachen. Hier zum Beispiel das Puzzle. Hier ist Gartenarbeit. Hier ist Statur, habe ich noch nicht freigeschaltet. Aber zum Beispiel Lesefähigkeit. Es ist halt unglaublich viel, was man lernen kann. Und es ist nicht möglich, alles mit einmal zu lernen. Dafür reicht die Zeit einfach nicht. Du kannst neue entdeckte Unterhaltungsaktivitäten auch zu deinem Stundenplan hinzufügen. Stelle dabei sicher, dass deine geistige Gesundheit immer über Null liegt. Sonst erfährst du schlimme Nachteile. Tatsächlich würde ich das ganz gerne so machen. Und so. Hey. Ich mache das jetzt einfach. Weil wir können am nächsten Tag nochmal das machen. Und ich will halt wirklich nicht, dass... Weil 52 ist ein bisschen wenig, ne? Ich halt... So gesehen wären das minus 4.
Obwohl, was soll. Kann ja das, die Puzzle-Unterhaltung ja dann in der Schule aufhören. Und das gibt dann halt auch. Genauso sieht das für mich aus, wenn ich Mathe mache. Ich habe keine Ahnung von Mathe. Kann schreiben und Zahlen schreiben. Kann ich so schreiben? So viel. Am Ende der Vorschule und in jeder weiterführenden Schule, die du besuchst, gibt es eine Prüfung. Bei jeder Prüfung wird dein Wissen getestet. Das heißt, du solltest vorher so viele Fertigkeiten wie möglich lernen. Neues Ereignis, Prüfung. Bist du bereit für die Schule? Die erste Prüfung in deinem Leben steht kurz bevor. Bitte was? Hier wird sich zeigen, wie du deine Vorschulzeit verbracht hast. Verbleibende Runden bis zur Prüfung. 2 Stück. Hier wird angezeigt, wie gut du vorbereitet bist und wie viele Züge bis zur nächsten Prüfung verbleiben. Deine Prüfungsbereitschaft verbessert sich jedes Mal, wenn du eine neue Fertigkeit lernst oder beherrschst. Also, ich muss die nicht komplett beherrschen, sondern einfach nur sagen, okay, ich nehme die mit. Je höher deine Prüfungsbereitschaft ist, desto mehr Züge stehen dir in der Prüfung zur Verfügung. An jedem neuen Ort gibt es neue Aktionen, die du ausführen kannst. Wechsle zwischen den Orten, indem du auf das jeweilige Foto klickst. Hinter. Hier. Ich mache aber das hier. Weil ich finde Puzzle eigentlich schon ziemlich cool. Dann gehen wir auf die Gehirnkarte. Ich muss unbedingt Gedächtnis trainieren, ey. Ja, das ist ja mega teuer. Den nehme ich mit. Den habe ich noch. Können wir den nämlich ja, kaufen? Gartenarbeit ist mir total Latte. Bin ich ganz ehrlich. Na, und so, somit ist unsere Prüfungsbereitschaft schon mal auf 62 gesprungen. Wir brauchen beides 3. Ich finde aber Schreiben wesentlich besser. Um halt auch ein bisschen entgegenzuwirken zu dem ganzen Gemiese hier. Also, das wird ein bisschen schwierig. Neue Fertigkeiten verfügbar. Rechtschreibung und Mathematik. Da brauche ich 300 Gedächtnis für. Komm, du hast es gleich geschafft, Mädchen. Yes, du kannst puzzeln. Was? Ich habe jetzt nur 10 Intelligenz dafür gekriegt. Was hätte ich fürs Rutschen gekriegt? Fürs Beherrschen hätte ich 10 Empathie gekriegt. Tippe auf nächste Kartenneuron, um die Gehirnkarte zurückzusetzen und gleichzeitig eine große Menge zusätzlicher Gehirnpunkte zu erhalten. Denk daran, dass du dein Gehirnpunktelimit dabei nicht überschreiten kannst. Ich will eigentlich darunter tatsächlich. Ja, dafür muss ich aber das Ding erstmal finden, ne? Ich hätte ganz gerne Rechtschreibung. So, oh, das ist so teuer. Das ist ja mega teuer, das ist ja schon ein ganzer Wucher. Also ich würde jetzt sagen, einmal das hier, zweimal das hier und dann kannst du nochmal puzzeln gehen. Habe ich zwar jetzt nicht so viel, was ich beherrsche, aber okay. Nur das war ja wirklich mega teuer. Jetzt kann ich auf jeden Fall schreiben. Und ich denke, für die Grundschule müsste das jetzt. Vor die Vorschule sogar. Wir sind ja noch in der Vorschule. Muss das ja mal ausreichen. Nee, nicht fertig. Gehirnkarte. Gehören. Gehen wir mal auf die nächste Karte. Mengen vergleichen ist schon mal runtergegangen.
Oh nein, nicht genug. Schade. Machen wir eine Menge vergleichen. Rechtschreibung würde ich cool finden, aber ich will mein ganzes Wissen jetzt nicht dafür opfern. Wo sind irgendwas? Muss ich ja lernen. Oh, ich habe hier noch Aktivität. Neue Unterhaltung freigeschaltet. Cartoon schon. Finde ich vollkommen in Ordnung. Will ich jetzt grundlang der... Ich finde Gartenarbeit zu blöd. Ah, wir sind so süß. Tippe auf die Attribute, um sie einzusammeln. Mit jedem Klick werden auch alle Attribute derselben Art, die daneben oder darüber liegen, eingesammelt. Sobald du genügend Attribute gesammelt hast, tippe auf die Aufgaben, um sie zu beenden und deine Gesamtpunktzahl zu erhöhen. Erhalte so viele Punkte wie möglich, um die beste Note zu erreichen. Achte darauf, dass dir nur eine begrenzte Anzahl zur Verfügung steht. 17. Okay. Sehr hoch. Das ist auch... Oh, Blau hat es jetzt richtig gerockt. Blau. Rot. Gelb. Hier nochmal Blau mit. Ah, ich muss ja das hier auch noch eingeben, ne? Ne, da seht ihr im Prinzip, ich habe hier das jetzt so gesammelt und hier kriege ich jetzt meine Punkte zusammen. Ich versuche halt immer die mit den höchsten Punkten zu nehmen. Weil ich denke, Alphabet habe ich jetzt auch gerockt. 14. So, jetzt bin ich schon mal bei A. Ich habe noch zwei. Was würde sich denn jetzt richtig lohnen noch? Rot. Kann ich hier nochmal Nutztiere. Ich habe keine Prüfung mehr, aber ich kann die gerne nutzen. Ha! Prüfung abgeschlossen mit einem A. Endnote, sehr gut. 193 Points, was will man mehr? Neue Fertigkeiten verfügbar. Grundrechenarten oder Geografie? Willkommen in der Grundschule. Es ist Zeit, deine Erziehung auf ein neues Niveau zu heben. Deine Eltern werden mehr und mehr von dir erwarten. Du musst sicherstellen, dass sie mit deinen Anstrengungen zufrieden sind. Sonst noch was? Je mehr Fertigkeiten du im Stundenplan einplanst, desto höher ist die Zufriedenheit. Das ist die Elternzufriedenheit so. Unterhaltungsaktivitäten senken hingegen die Elternzufriedenheit. Was ich aber ein bisschen schwierig finde, weil wenn man überlegt... Ich finde zwar gut, dass die Eltern sagen, hey, wir wollen, dass du immer mehr machst und immer mehr lernst, aber die Eltern wollen ja, sollten eigentlich auch wollen, dass man halt glücklich ist und die ganze Zeit nur zu pauken macht halt einen nur auf Dauer unglücklich. Also man muss sich auch mal entspannen können. Die Eltern sollten eigentlich eher dafür sein, dass man ein bisschen lernt, aber auch so einen Ausgleich halt hat, ne? Aber wie ich sehe, ist der Part vorbei. Genau wie bei der geistigen Gesundheit solltest du immer darauf achten, dass deine Elternzufriedenheit über Null liegt, damit du keine schlimmen Nachteile erfährst. Was kriegst du denn? Hausarrest? Jetzt ohne Witz. Aber okay, gut. Ich sehe gerade, der Part ist zu Ende. Wir haben unser 5. Lebensjahr erreicht. Wir sind jetzt in der Grundschule. Ich bin zwar erst mit 6 eingeschult worden. Beziehungsweise 7. Nee, 6. Aber okay, gut. Dann ist das halt jetzt so. Ich sage auf jeden Fall Dankeschön fürs Zusehen. Wenn euch dieser Part gefallen hat, wenn euch das Let's Play gefällt, dann gebt mir einen Daumen nach oben. Schaut mal beim Zeddy Verein rein, um seinen Durchgang zu schauen. Ich habe das nämlich schon einmal bei Discord reingestellt, aber ich werde euch seinen Kanal unten die Playlist dazu verlinken. Lasst ein Like, lasst ein Abo da und sagt mir, was ihr von dem Spiel haltet, ob ihr das schon mal gespielt habt. Und bis dahin sage ich Dankeschön fürs Zusehen, auf Wiedersehen und bye bye.